Moin Moin, was geht ab, liebe Zocker? Hier ist der Agri für euch am Start und wir zocken jetzt erstmal eine schöne gepflegte Runde Desert 2 Kotz mit der Rasse Terraner. Wir werden diesmal auf Kampfhelions gehen und später werden wir uns ein paar Tanks noch dazu holen. Und vielleicht noch ein paar Vikings, damit wir auch ein bisschen was gegen Luft haben, aber erstmal auf Kampfhelions. Wir spielen hier gegen Zufall, Zufall und ja, Zufall. Sehr schön. Buh. Go, go, wir wollen zocken. Ah, da geht's auch schon los. So, wie gesagt, erstmal auf Kampfhelions. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal das Upgrade. Halleluja. Bestätigt. Auf dem Weg. Und wir sind als Zweiter dran. Die Strenge des Schicksals. Können wir sie aufsammeln? Ja, kriege ich überhaupt ein Kampfhelion fertig? Ja, sollte gerade so passen. Gerade so. 10 Sekunden habe ich noch Zeit zum Bauen. So, da können wir die ersten Kollegen hinpflanzen. 3 Stück können wir klar machen. Soll erstmal reichen. Oh, und da kommen Roaches und ein paar Zerklinge. Und da watscheln meine ersten Kampfhelions rüber. Und ich hole mir gleich fanalisches Zündsystem noch dazu. Gucken, was ich rösten darf. Oh, ich darf noch gar nichts rösten. Schade. Dafür halten wir jetzt erstmal die Mittellinie. Ja, die ziehen ja nicht allzu viel ab. Ja, der Kollege wollte erstmal wissen, was ich hier baue. Ich habe jetzt erstmal... Oh, Phasengleiter. Phasenkristalle aufgeladen. Ja, Phasenkristalle. Soknaku-Afall. Oh, schön. Benjis gegen Phasen. Natürlich traumhaft. Haha. Richtig gut. Perfekter Start für uns eigentlich. Oh. Ah, die Queen ist ganz schön stark. Ach, fuck. Gehen eine Sekunde zu spät. Aber witzig, der Phasenleiter, der rockt den wirklich hart. Schön. Oh, jetzt kommt Stalker. Mit Blink. Gegen Kampfhelions ist natürlich Anzengs. Ich brauche Marodeure dazu. Ja, Maros. Jetzt brauche ich Marodeure. Oder ich gehe einfach... Oder ich brauche einfach nur Tanks. Das wäre auch witzig. Eigentlich brauche ich Marodeure, aber ich glaube, ich kann einfach... Ich hole mir einfach Tanks ohne Denkmodus. Soll nochmal raufplocken. Oder... Hole ich mir Tanks? Ich weiß es noch nicht. Oh, Vikings. Na, holen wir uns mal ein paar Tanks. Oder holen wir uns Maros. Ach, fuck, jetzt scannt er auch noch, der Pisser. Ich nehme einfach noch einen Tank. Mach ich den direkt mal aus. Ja, hat jetzt gescannt, er wollte wissen, was ich halt baue. Boah, sucks. Sucks hart, meine Taktik. Genau, ein Roach habe ich gekillt. Das ist ja schon mal was. Jetzt geht hier auch noch auf Phoenix, der Kollege, der Haze. Das ist natürlich hart scheiße. Ja, ich muss mir eigentlich Marodeure holen. Ja, ein paar Marodeure wären nicht schlecht. Tank stellen wir mal ein bisschen weiter nach hinten. So. Holen wir uns noch einen Tank hier hinten hin. Tankmodus schalten wir natürlich an und Schockmunition brauchen wir natürlich auch. Oh, da kommen schon die ersten Schwarmwirte. Wie anzängst ist das denn, bitte schön? Na. Oh, das zackt.
Ah, die Kängs, die ballern hinten ganz gut drauf. Boah, da kommt aber auch eine Armee. Ja, Vikings oder ein paar Widowmines. Ja, ich glaube erstmal noch ein, zwei Widowmines dazu. Dann holen wir uns die Borgralle. Dann holen wir uns gleich noch Stimmen. Das ist mir sowieso mal sehr wichtig. Ja gut, das sacken halt aber auch einfach gegen Vikings. Oh, obwohl der Mutter. Ich 3 Kills. Das ist ja krass. Na, das war's wohl für den Bunker. Ja, mit Unsterblichen dazu. Oh Mann. Naja, dann muss ich noch ein bisschen Kleinvieh holen. Ich brauche was gegen die Phönixe. Oh. Ein Kampfschild muss ich gleich auch noch holen. Ich mache einfach zu viele Upgrades. Das ist halt fuck. Zu viele Einheiten, zu wenig Einheiten meine ich, zu viele Upgrades. Brauche ein Upgrade oder zwei sogar, brauche ein Upgrade. Ja. Da geht natürlich viel Kohle drauf. Die Schwarmwiete bleiben halt auch da, das ist halt auch scheiße. Ah toll, jetzt einmal gescannt, aber der Scan war umsonst, weil es sind ja keine Einheiten mehr von mir über. Ja, was machen wir dagegen, ist die Frage. Eigentlich bräuchte ich jetzt gegen Unsterblichen so... Würde es eigentlich reichen, wenn ich auf Only Marines gehe. Schöne Masse. Tanks werde ich jetzt mal so ein bisschen nach vorne ziehen. Die sich ein bisschen schneller aufbauen. Tja, da ist gar kein Unsterblicher, gar kein Wirt mehr. Schade, ich hab gedacht, da wäre noch einer gewesen. Ich mach jetzt einfach mal direkt das zweite Gas. Schon jetzt ein bisschen früh kommt. Massive Unsterbliche. Was gibt's denn? Ja, problematisch, wie man gerade schon sehen konnte, ist halt einfach, wenn man gar kein Ground hat, dass die Bodeneinheiten einfach durchlaufen, den nicht auf R ballern können. Und das kann teilweise echt übel ausgehen dann. Und was jetzt? So, ich könnte natürlich überlegen, ob ich einfach weiter teche. Einfach Kohle sammeln und irgendwelche fetten Einheiten, fette, krasse Einheiten teche, ja. Könnte man machen. Bringt aber auch nichts. Ein paar Widowmines vielleicht noch. Die hauen ja echt immer ganz gut rein. Nicht genügend Mineralien. Also meine Welle rockt eigentlich auch, finde ich, ganz gut. Wieder einer durchgerannt. Ja, der überlebt ja nicht lange. Also wir brauchen jetzt erstmal noch einen Raven, weil der auch getarnte Einheiten am Start hat. Und dann holen wir uns Corvette-Reaktor. Nee, lassen wir. Wir stellen aber direkt mal die Bomben an. Und holen uns einfach das dritte Gas. Oh, jetzt hat der Auto auch die Bombe raufgehauen, ey.
Die Knackwurst. So eine Scheiße. Da kommt eine fette Armee. Ich kann eigentlich nur noch Thors und Battlecruiser mir gönnen. Ja, ich brauche jetzt erstmal ein, zwei Medivacs. Schön, die Widomines stehen da immer noch. Die knattern immer noch schön drauf. Da kommt schon der erste Brutlord. Natürlich. Ich sollte vielleicht auch mal ein paar Upgrades machen. Doppelangriff. Ja, langsam kommen wir zur Mitte hin. Weil die anderen jetzt halt hart techen und wir halt jetzt erstmal noch auf Masse gehen. Boah, und Massive Vikings. Vikings and Marines. Aber schön, Widows werden fertig. Sind jetzt scharf geschaltet. Ah. Die jetzt hier auch gleich noch. Ach, hier ist das AFK. Oh, noch ein Medivac. Schön, da sind wir drinne. Da sind wir ja drinne. In der Mitte. Ja, aber noch zu viel. Noch ein Medivac. Und gleich mal ein paar Upgrades noch holen für Panzerung. Ich glaube, ich werde gleich auch noch mal ein bisschen, also in der nächsten Runde auf Phoenix oder sowas gehen. Hab ich auch voll Bock drauf. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Ja komm, gib mir noch ein Medi weg. Na, kommt das noch mit? Nö. Natürlich nicht. Den Reaktor muss ich noch erforschen. Gleich mal so ein bisschen Panzerung noch. Oha. Oh, da kommt noch mal ein Scan. Oh, jetzt gehen meine Widows drauf. Ah, oh, nicht ganz. Leck. Oh, hey, ist es raus. War ja so schon die ganze Zeit AFK. Auf Wiedersehen, Haze. Vielleicht gehe ich, könnte ich jetzt auch auf Massive Widows gehen. Das knallt ja auch mal ganz gut. Mache ich das? Oder auf Thors? Aber auf Thors gehen jetzt. Ja, ich glaube, ich werde mal auf Thors sparen. Das wird witzig. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien.
Oh, jetzt wird erstmal gespart. Boah, da kommt jetzt auch eine fette Armee. Ein Koloss. Und kein Block, aber ich baue einen Koloss. Nicht klug, nicht klug, nein. Boah, so eine Masse. So. Bauen wir direkt mal um. Bleibt doch stehen, ihr Tanks. Oh, war's das schon? Der sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Ich glaube, das werde ich hier mal wieder rückgängig machen. Panzerbrechender Munition. Waffen geladen und boah, GG, ja. Fast GG. Sorry, ja. Also erst GGG, GG, wenn hier GG steht, dann ist GG. Nicht vorher. Oh, die wurden weggesmashed. Erstmal die Tore noch so ein bisschen panzern. Boah, da kommt so eine Masse durch. Auf zum Einsatz. Vielleicht lieber noch einen Tank. Ah, es ist einfach nicht so einfach, ne? Na toll. Auf sie! Durchgeladen und entsichert! Der kann nicht genügend. Boah, so viele Medivacs. Oh, das ist jetzt wahrscheinlich, ja, das sieht stark nach GG aus. GG. Das ist GG. Oh, fuck. Niederlage. Das sehe ich ganz, ganz ungern. Könnt ihr verstehen, ne? Ja. Pech gehabt. Kann man nichts machen. So Leute, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und vielleicht gewinne ich sogar dann mal. Haut rein, viel Spaß beim Zocken wünsche ich euch. Agri out, bye bye.